Bro, warum hatet jeder meinen Hintergrund? Ich weiß, es ist krumm, aber sonst sieht man den Button nicht. Ich finde, der Button sieht geil aus im Hintergrund so. Hi, Lokos! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es wieder gemacht. Ich habe mir ein Spiel runtergeladen, was wohl wieder eine Kopie von FIFA sein soll. Und das soll, glaube ich, auch Messi sein, da an dem Ball. Oh, ich mag, wie der Torwart guckt. Also ja, das Spiel heißt Super Arcade Soccer 2021. Also ist sogar nur ein Jahr alt. Also sollte es eigentlich gar nicht so schlecht sein. Lass uns einfach da rein und uns, es hinter uns bekommen, weil ich glaube, es wird wieder so ein Trash-Game. Okay, ich habe ein bisschen Hoffnung in dem Spiel. Ich meine, so schlecht sieht es doch nicht aus, oder? Oh, warte, was? Es gibt nur vier Modi? Schnelles Spiel, Wettkampf, Training und eigentlich sogar nur Einstellung. Also es gibt nur drei Modi. Bro, das Spiel hat mich 7 € gekostet. Ich habe jetzt gleich hoffentlich den Spaß von 7 €. Okay, es gibt verschiedene Kameraeinstellungen. Das heißt eigentlich was Gutes. Man kann die Dauer der Spiele einstellen und Musiklautstärke umstellen. Also eigentlich genau die Einstellung, die man braucht. Geben wir in ein schnelles Spiel. Aha, okay. Und wir haben direkt Argentinien ausgewählt. Warte. Wie? Was ist das denn für ein Zufall? Jo, das Spiel weiß, dass ich Argentinien-Fan bin. Ich nehme natürlich auch Argentinien und als Gegner nehmen wir einfach mal. Die haben sogar Paderborn? Bro, ich bin aus Paderborn. Nein, das sind zu viele Zufälle. Ich muss das nehmen. Oh nein, du willst mich gerade verarschen. Oh nein, du bist mich am Verarschen. Nicht schon wieder! Lionel Messi? Messi! Hört sich wie Pisse für mich an. Erik Lemala? Ich weiß nicht mal, wer das. Es ist Lamela. Ah, ja, okay. Das ergibt Sinn. Siegeo Eguaro. Also jetzt pisst mich das Spiel an. Angel Di Maria ist im zentralen Mittelfeld und heißt Angel Di Meria? Okay, das geht noch, denke ich mir. Was ist mit Brasilien? Gibrael Jesus statt Jesus Jesus. Felipe Cuotoni? Hört sich für mich nach einem Italiener an. Ah, und hier, Richarlison heißt Raciolosin. Die Gegner haben besser einen guten Torwart im Kasten, wenn Roberto Firmino eingewechselt wird. Okay, und jetzt das Allerschlimmste. Deutschland, bitte scheiß nicht rein. Tomi Wirner! Tomi Wirner! Mor Carues! Ist das Marco Reus? Ich bin mir nicht mal sicher. Warte mal, das muss ein Fehler sein, oder? Warum heißt Emre Can Emre Can? Hä? Joshua, komm ich. Komm ich. Oh nein, oh nein! Schaut nicht auf die Bank, schaut nicht auf die Bank! Nakli Süle? Sirge Gnübra? Sirge Gnübra? Yo, das ist respektlos! Oh, ich kann mir das nicht mehr ansehen. Ich nehme einfach Argentinien. Oh nein, guckt euch die Logos der Mannschaften an! Ich meine, BVB sieht eigentlich ganz cool aus. Eisen Berlin? Soll das Union Berlin sein? Schalke! Schalke Gelsenkirchen! Köln sieht nice aus. RB sieht fresh aus. Und Borussia Mönchengladbach ist einfach eine Raute, mehr nicht. Aber was ist Football Club Sinsheim mit einem Volleyball drauf? Was soll das sein? Ich weiß es wirklich nicht. Spielen wir gegen Paderborn. Ah, man kann Trikots wechseln, immerhin. Ah, okay. Das Auswärtstrikot ist einfach blau von Argentinien. Also einfach nur blau. Nehme ich es nicht. Und wie sieht das Auswärtstrikot von Paderborn aus? Einfach dasselbe in weiß. Okay. Dann lassen wir doch beides auf Heim. Ah, okay, hier wird nochmal die Steuerung gezeigt. Ey, das ist doch korrekt. Warum nickt der Schiri die ganze Zeit? Ist alles gut bei dir? Oh nein. Oh nein, du willst mich verarschen. Okay. Okay. Das ist das Stadion. Die halten alle schön Abstand. Alles Corona-gemäß. Okay. Und das sind auch gar keine Treppen, die stehen einfach irgendwo. Wie lange geht das Intro? Und warum nickt der Schiri wieder so seltsam? Und er guckt direkt in die Kamera. Es ist ein bisschen gruselig. Yo, startet es überhaupt? Muss ich X drücken? Ich musste X drücken die ganze Zeit. Okay, jetzt fängt das Spiel an. Geben wir unser Bestes. Das ist Lionel Messi. Und Sven Michel! Er heißt einfach nur Sven Michel. Ey, das geht fit. Messi gegen Michel. Messi gegen Michel. Lionel Messi. Lionel Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi. Oh!
Er wird komplett umgenockt und das gibt eine gelbe Karte. Warum ist der Kopf vom Schiri so groß? Das gibt eine gelbe Karte und so sieht der Freistoß aus. Ich kann einfach nur eine Richtung vorgeben, mehr nicht. Okay, versuchen wir, den aufs Tor zu bekommen. Mit Mise. Und er geht rein! Yo, was? Es gibt sogar eine Wiederholung. Der Torwart hat ein bisschen schwache Reaktion. Es gibt eine zweite Wiederholung. Es gibt eine dritte Wiederholung. Vierte. Also wiederholt es sich, bis ich X drücke jetzt? Ich könnte mir jetzt den ganzen Tag dieses Freistoßtor angucken. Und vielleicht mache ich das. Ah, ich mache das nicht. Okay, machen wir weiter. Yo, warum sieht das so seltsam aus, wenn er rückwärts läuft? Was macht der Schiri? Warum kommt er mir so nahe? Wie läuft der Schiri hier rum? Okay, ich hab den Ball. Wer ist das mit den weißen Haaren? Oh! Ich will auch grätschen. Wow! Das war eine Grätsche? Warte mal, das muss ich nochmal ausprobieren. Wow! Die fliegen bei den Grätschen. Boom! Zwei umgenockt. Und es war kein Foul. Aber was macht der da, der mit den weißen Haaren? Wer ist das überhaupt? Es ist Aguero. Und er nimmt den Ball nicht mit. Es soll Aguero sein. Ich glaube, der Schiri hat irgendwas. Er nickt da, er bleibt da auch einfach stehen. Oh, okay, das muss eine rote geben. Ah, es ist gelb. Nehme ich. Ah, super Annahme, Angel Di Maria. Aber dafür den Ball zurückerobert. Oh nein, Michel ist hinter uns her. Michel ist hinter uns her und er knockt uns um. Nimm die Karte, Michel. Das war nicht brav. Ich check immer noch nicht, warum der Schiri so einen großen Kopf hat. Aber Limela am Ball. Aguero! Was ist das für ein Jubel? Oh, was geht da denn ab? Die Jungs haben gejubelt, als wären sie bei irgendeinem Teufelsanbeter-Scheiß. Ah, und ich kann mir wieder die Wiederholung den ganzen Tag anschauen. Okay, ich drück weiter. Oh, super Grätsche. Und ich werde wieder umgenockt. Wieder von Michel und das gibt eine rote. Und er läuft einfach runter. Okay. Und mein Spieler ist tot. Er bewegt sich nicht mehr. Okay, er ist nicht tot. Oh, und das war's. Ich habe gewonnen. 2-0. Das war nicht so schlecht. Wie sieht's mit dem Wettkampf aus? Neuer Wettkampf. Pokale. SAS Europa 2021. Okay. Mannschaft aus... Europameisterschaft ist das hier. Dann machen wir mal lieber Ligen. Gehen wir mit der Bundesliga. Warte mal. Ernsthaft? Deutschland hat deutsche Liga mit einem Bier drauf. Das soll die Bundesliga sein. Deutsche Liga mit einem Bier. Oh, okay. Und bei Frankreich ist auch ein Baguette dabei. Ah, okay. Ja, es ist anscheinend bei jedem so. Italien hat eine Pizza. England hat a cup of tea. Und ein Pferd, warum auch immer. Ah, Spanien hat eine Frau, die tanzt. Dann nehmen wir die deutsche Bierliga. Und spielen mit. Ah, Paderborn, weil die damals noch erste Liga waren. Deswegen gibt es Paderborn. Man kann die Mannschaft verwalten. Ich bin zufrieden so. Und man kann sogar Spiele simulieren. Wir haben verloren. Machen wir das nächste? Wir haben verloren. Das nächste. Verloren. Okay. Unentschieden. Ja. Endlich. Wieder ein Unentschieden. Können wir auch ein Spiel gewinnen vielleicht? Oh, gegen Dortmund schon mal immerhin unentschieden. Ja, gewonnen. 4-1. Endlich. Wie sieht die Tabelle aus? Und wir sind Vorletzter. Oh, 4-0. Mal gucken, wie die Liga ausgeht. Unentschieden, das ist nicht schlecht. Das ist schlecht. 0-4 gegen Leverkusen verlieren. Und das ist wieder gut. Wir sind jetzt gerade immer noch Vorletzter. 1-0 gegen Frankfurt gewonnen. Gib mir noch ein paar Siege. 1-0 gegen Mainz. Okay. Gegen Bayern München 0-0. Wir dürfen jetzt nicht mehr Vorletzter sein. 15. Okay, wir verlieren gegen dieses Sinsheim. Was auch immer das sein soll. Und wir beenden die Liga auf dem letzten Platz. Nein! Oh, da war noch ein Spiel! Wir sind Vorletzter geworden! Ja, wir steigen aber trotzdem ab. Ich meine, immerhin ist das Spiel realistisch. Ich werde nicht lügen, ich werde das Spiel direkt wieder löschen. Bro, man konnte nicht mal zu zweit spielen. Natürlich löscht das Spiel. Ich sehe mich nicht dabei, als mit dem Einzelspieler gegen den Computer durchgehend zu spielen. Mit falschen Namen. Das war's, euer Junge Hamed ist raus. 3. 2. 2. 1. 1. Oh! Was ist denn da los bei dir? Also klingt nach was Geilen, oder was?